Alles klar. Hallo zusammen, hier ist Startup Grind Marburg. Heute mit Michael. Hallo. Michael, wie spricht man deinen Nachnamen korrekt aus? Lukaschik. Lukaschik. Okay, gut, ich Ja. kriege das hin. Endless struggle. Ich würde gerne kurz was teilen, bevor wir starten. Genau. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an CSL Behring, Startup Hessen und Gründervirus für den Support von unseren Reihen. Und dann lass uns mal gleich starten. So, Michael, du bist wieder zurück in Marburg, aber du hast auch in Marburg studiert. Ich habe in Marburg studiert, ich habe hier meinen Master gemacht, bin 2011 damals noch gekommen für den Master und ich mag diese Stadt sehr gerne, deshalb bin ich wieder zurückgekommen. Ich persönlich bin eher so ein, ich mag es gern grün und schnell im Grün sein. Ich bin auch auf dem Land groß geworden und für mich ist Marburg ein exzellenter Kompromiss zwischen zu klein und zu groß. Also so groß ist es auf keinen Fall. Und ich habe hier studiert, bin dann weggegangen für eine Zeit und bin jetzt wieder hergekommen, jetzt wo der Lokschuppen aufgemacht hat in Marburg. Das ist ein ganz toller Coworking Space. Ah, cool. Und Eventbereich. Man kann es noch an der Rückwand sehen, dass das Office frisogen. Es ist noch sehr weiß, die Wand. Mir fehlt noch ein bisschen Deko und Pflanzen, aber ich bin sehr happy hier zu sein und ich habe schon ein paar andere Startup-Interessierte kennengelernt hier im Lokschuppen. Also das ist wirklich Cool. empfehlenswert. Was hast du studiert? Ich So. hab Informatik studiert, meinen Master dann hier in Marburg gemacht, vorher aber schon mit Web-Development persönlich angefangen, also im Teenager-Alter schon. Und das hat mich nicht losgelassen, also habe ich dann gesagt, okay, ich werde das auch studieren und habe es nicht bereut. Also du hast mit, okay, das ist interessant. Also du hast mit wie vielen Jahren mit Web Development angefangen? Ich war 11 Echt? Jahre alt Cool. und habe mich schon sehr früh für die produzierende Seite interessiert. Nicht nur immer als Konsument des Internets wollte ich immer wissen, okay, wie entsteht das eigentlich? Wie wird das gebaut? Und dann habe ich schon ja mit 11 autodidaktisch angefangen, HTML zu lernen, CSS, damals ein bisschen JavaScript. Das war alles nicht sophisticated. Das waren so Websites mit animierten Simpsons-GIFs und sowas. Habe dann aber später auch die Webseiten für Friends and Family gebaut und für die Businesses der Friends and Family und dann später angefangen zu studieren. Okay, das heißt Informatik noch vor dem Studium und hast du auch Geld damit verdient? Also viele, die ich kenne, die Ja. also im Jugendalter angefangen haben, haben auch Geld nebenbei verdient und Websites Ja, gebaut. ein bisschen, nicht viel. Cool. Das heißt, aber hattest du während des Studiums schon oder du baust Webseiten auf, du lernst Coden vor dem Studium. Und als Student war der Gedanke schon da, ich studiere und ich möchte was aufbauen. Ja, das war schon sehr früh da tatsächlich. Eigentlich schon in der Zeit, als ich damals angefangen hatte, Web Development zu lernen. Ich war in meiner Jugend auch, ich habe sehr viel Computer gespielt. Ich war ein Gamer und ich war aber immer fasziniert von den Stories hinter den Entwicklungshäusern, wie das ablief. Das waren für mich ganz starke Role Models. Also jetzt auch nicht nur Gaming Companies, auch die frühen Web-Companies, Internet-Companies aus der Dotcom-Zeit, typischen eBay-Stories von damals, zu welchem Scale eigentlich so ein Web-Business führen kann. Das hat mich schon immer fasziniert, dass wir in einer Zeit leben, in einer Generation leben und das ist auch ein sehr großes Privileg, dass wir Softwareprodukte bauen können. Von zu Hause aus mittlerweile, von der Couch,
und man die global skalieren kann. Also wenn wir schlafen gehen, steht auf der anderen Seite der Welt jemand auf und der hat eventuell ein Problem und findet deine Software. In unserem Fall ist das Graph CMS. Kann ich gleich nochmal darauf eingehen, was wir machen. Und diese Person steht auf, findet dein Tool und findet Wert daran. Und ohne diese Person jemals kennengelernt zu haben, zahlt dir diese Person Geld oder kauft dein Tool ein. Und das hat mich, also diese Endless Distribution Capabilities, die man eigentlich dadurch hat, haben mich schon immer fasziniert. Okay. Das heißt, im Studium, du hast Erfahrung mit Coden, du lernst neue Sprachen kennen und du hast diesen Entrepreneurial Itch, sagt man, hey, ich finde das total faszinierend, etwas aufzubauen. Und also das skaliert, Software skaliert einfach. Software, das am besten skalierbare Produkt oder gibt es da was Besseres mittlerweile? Wüsste ich jetzt nicht. Also, Wüsste ich jetzt auch nicht. und das interessiert dich und wann kommt die Idee? Gab es vorher Ideen? Gab es ein Bunch of Ideas? So, du setzt dich mit jemandem zusammen, man versteht sich. Also interessant ist für Founder halt, lernst du den Founder kennen, man versteht sich und die Idee entwickelt sich oder war das bei dir, da kam die Idee und der Founder hat sich gefunden? Also ich hatte sehr viele Ideen schon und unterschiedlich ausprobiert. Ich hatte schon sehr, sehr früh tatsächlich das Eigenbild, okay, ich will Founder sein, ich werde Founder. Ich will da im Driver Seat sein, was ich baue, und aber auch nicht nur, was ich baue, sondern hab mir schon immer sehr viel Gedanken um die Distribution gemacht. Also es gibt viele Techies, die sind sehr produkt- und tech-fokussiert, was natürlich auch toll ist. Und ich habe auch eine sehr, sehr große Passion für Product Development. Das heißt, wenn ich Luft habe, so im Daily Biz, wo ich eigentlich gerne Energie reinstecke, immer noch ist Product Development. Okay. Und du hattest viele Ideen. Hast du jemanden gefunden und sagst, hey, das fühlt sich gut an, wir verstehen uns gut, wir reden jetzt über Ideen? Oder hast du mit der Idee gestartet und hat sich jemand gefunden? Du Gibt's meinst als da? Co-Founder? Genau, ja. Ich hatte schon mit Daniel ist mein Co-Founder und unser CTO, der kommt aus Lich und wohnt da auch, arbeitet dort, von dort aus auch remote. Mit ihm habe ich vorher schon bei Kanto gearbeitet. Kanto ist eine Company im Digital Asset Management Space Bereich, also jetzt nicht Krypto Assets, keine Finance Assets, sondern die File Assets, besonders wie eine Dropbox für Enterprises, wenn man möchte, oder Google Drive für Enterprises. Und wir haben eigentlich gestartet, wir haben uns da kennengelernt bei Kanto, waren beide Developer und hatten eigentlich den Wunsch, auf einem moderneren Tech-Stack zu arbeiten, als wir dort hatten. Und haben dann tatsächlich sind wir als Competitor gestartet zu Kanto. Wir wollten auch ein Digital Asset Management System bauen, weil wir das Vertical Know-how aufgenommen haben und wollten in Competition treten auf einem modernen Tech-Stack. Wir hatten dann auch Und dann Kanto verlassen, hatten auch einen Prototype gebaut, fanden das Vertical an sich auch spannend. Aber dann haben wir sozusagen gepivotet, als die Idee zum Headless Content Management System, zu Graph CMS dann kam. Also wir hatten uns eigentlich schon gefunden als Founder und haben dann Ideen zusammen entwickelt. Und erst die erste Idee war, ein besseres ein Digital Asset Management System zu bauen. Und dann später Graph CMS, das Headless Content Management System. Okay. Ja, cool. Was würdest du jetzt an der Stelle schon mal vielleicht als Tipp? Ich hatte letztens auch eine Diskussion. Ich starte, ich kann das gut und dann sagen wir das später. Oh, Vertrieb, Distribution ist super wichtig. Was würdest du den Tech-Leuten einfach mal mitgeben, wie dein Prozess ist, das zu berücksichtigen? Ja, Produkt und Distribution. Warum ist das wichtig? Also aus deiner Perspektive.
Es ist enorm wichtig, auch schon in den frühen Tagen, vor allem in der Market Validation. Also finden wir überhaupt Abnehmer für unsere Idee, für unser Produkt. Das kommt ganz darauf an, in welchem Vertical man unterwegs ist. Wenn man, wie wir sind in die Content Management Industry eingestiegen, haben ein verbessertes Headless Content Management System gebaut. Kurz dazu, Headless Content Management System ist eine Content-Management-Plattform, die es erlaubt, digitale Inhalte, also jeglicher Struktur, zentralisiert zu verwalten, also in einem Backoffice. Ich möchte einen Produktkatalog anlegen oder Metadaten für eine Video-Streaming-Plattform. Das kann ich alles mit GraphCMS machen. Was ich dann am Ende bekomme, ist eine API, eine Schnittstelle, um Content, digitale Inhalte auszuliefern auf alle Plattformen. Das kann eine Webseite sein, eine Mobile-App, Smart TV App, Metaverse App, ist vollkommen egal. Also letztlich hilft dir ein Headless CMS dabei, eine nachhaltige Content-Struktur aufzubauen, weil egal was kommt in Zukunft, welcher Kanal, du bist ready, deinen Content auszuspielen auf diese Plattform. Und als wir gestartet sind, haben mit Graph CMS, dann wussten wir schon, dass das Modell funktioniert. Es gab schon Competitor, wir haben technologische Innovationen reingebracht. Also wussten wir, okay, wir müssen keine Sales early hiren, um zu validieren, ob das klappt. Der Markt und die Competition haben schon gezeigt, das funktioniert. Wenn man aber was komplett Neues macht, wo es eventuell noch keine Competition gibt, was sehr, sehr gut sein kann, aber auch sehr, sehr schlecht sein kann, eventuell ist dieser Markt dann einfach nicht interessant, dann ist es aber schon sehr wichtig, frühe Sales-Konversationen zu haben, um nicht nur rauszufinden, was ist mein Product-Fit, sondern auch der Market-Fit oder eventuell Go-to-Market-Fit. Also wie kann ich mein System vertreiben? So, ist überhaupt eine Zahlungsbereitschaft da? Kann ich eine Pipeline aufbauen? Kann ich Demand generieren? Und was wollen Kunden später eigentlich zahlen? Und also ich finde, wir sind von Annahmen ausgegangen, damals vor 5 Jahren, die sehr unterschiedlich waren zur Realität. Okay. Ja. Also ihr hattet, also es ist ein interessanter Prozess. Ihr habt irgend so ein Digital Asset Management und dann, wir können jetzt so also den Schwenker zu Graph CMS machen. Dann habt ihr, wie kam dieser Pivot von wir machen Digital Asset Management und für mich, also ich bin nicht drin, für mich klingt das, dass prinzipiell ist es eine ähnliche Architektur vielleicht, ne? Nur übertragen halt auf Content Management. Es Wie ist ja. kam dieser Pivot? Es ist ein sehr, sehr ähnliches Modell tatsächlich. Und der Pivot kam aus Zufall, bin ich auf einen Tweet gestoßen in meinem Twitter-Feed. Es war ein Freitagabend, ich war kurz vorm Schlafen gehen, habe nochmal durch Twitter gescrollt. Love Und dann habe it. ich einen Blogpost entdeckt von CSS Tricks. Das ist der Blog von Chris Coyer, das ist ein sehr bekannter Frontend-Developer und Developer-Advocate. Und der Blogpost hieß What is a Headless Content Management System? Und ich hab den Post gelesen, das ist wirklich einfach nur so ein Zweiseiter, ein Blogpost, sehr kurz, aber sehr precise. Und ich mochte sehr, was ich da gelesen habe. Also ich kannte die Kategorie Headless Content Management noch gar nicht, weil die Kategorie an sich noch überhaupt nicht wirklich established war. Also das war komplett noch im Early Adopter Cycle. Und ich hab den Post gelesen und was ich an der Idee so mochte, an der Headless Content Management System Idee, ist die Nachhaltigkeit des Produktmodells. Ein Headless Content Management System hilft dir, Content auf jegliche Plattformen auszuliefern über eine Schnittstelle. Das heißt, egal welche Frontend-Technologie morgen kommt, und das ist ein sehr schnelllebiges Ökosystem, Frontend Development, mal ist React Hip, mal Svelte, mal Next.js, dann Gatsby, dann kommt Remix und dann kommen neue Plattformen wie Metaverse, wie VR-Brillen, AR. Und auf all diese Plattformen kannst du Content ausspielen mit einem Headless Content Management System. Und mir hat diese Idee sehr gut gefallen. Gleichzeitig haben Daniel und ich
GraphQL benutzt in unserem Digital Asset Management System Prototype. GraphQL ist eine Schnittstellentechnologie, die einfach mit einer sehr, sehr starken Developer Experience daherkommt. Das heißt, wenn du GraphQL benutzt als Developer, kannst du einfach, sehr einfach Daten sehr komplex abfragen über eine Schnittstelle, um Daten aus einem Endpoint in deine App reinzuholen. Und ich habe am gleichen Abend, als ich den Post gelesen habe, What is a Headless Content Management System, habe ich den Markt analysiert. Was gibt es an Competition? Und ich habe festgestellt, okay, es gibt noch so gut wie gar keine Competition. Also es gab zwei Player, einer mittlerweile sehr groß, ist ein Unicorn, dreifaches Unicorn aus Berlin, Contentful, war damals schon groß, heute noch viel größer. Und ich habe festgestellt, okay, die benutzen REST-APIs für die Delivery des Contents. Und wir waren schon Fans von GraphQL als Data Delivery Layer. Also haben wir eigentlich nur eins und eins zusammengezählt und gesagt, hey, wir gehen zum Markt mit einem Headless Content Management System, weil wir die Produktkategorie sehr, sehr mögen. Aber eine technologische Innovation rein, das war die GraphQL API. Und das hat gut funktioniert. Wir haben Mitte 2016 angefangen zu bauen und Mitte 2017 haben wir Production gelauncht, damals auf Product Hunt gelauncht, war ein sehr erfolgreicher Launch, das Product of the Day. Ah, cool. Okay. Wir kommen an. Also, okay, das ist eine coole Entwicklung. Und ihr arbeitet remote damals schon, ne? Damals waren wir, als wir zu zweit gestartet sind, ja, auch viel remote von zu Hause aus gearbeitet, aber wir haben uns viel oft auf den Gießen getroffen, weil Daniel kommt aus Lich, ich habe in Marburg gewohnt, also haben wir uns Gießen in der Mitte getroffen. Okay. Und hatten bist da, du da noch, Offices. Bist du da noch im Studium oder ist das schon nach dem Studium? Nach dem Studium, okay. Ein Jahr nach dem Studium ungefähr. War das die berühmte Story, wo du beim Startup Weekend, wann war Startup Weekend Mittelhessen? Startup Weekend war Anfang 2016. Okay. Also es war, Startup Weekend kam 3-4 Wochen, nachdem ich diesen Blogpost gelesen hatte tatsächlich. Und beim Startup Weekend haben wir keine Headless Content Management Plattform gepitcht, weil wir dachten, okay. Das checkt in einem Elevator Pitch, das checken ja die wenigsten, also haben wir die Idee nochmal ein bisschen modifiziert und kein B2B Headless Content Management System gepitcht, sondern einen Marktplatz für APIs von Schnittstellen, über die man digitalen Content beziehen kann, also Public Datasets direkt über eine API abfragen kann. Das war damals unser Pitch. Hat auch keiner verstanden. Wir haben auch nichts gewonnen am Startup Weekend. Irgendwie, ich weiß nicht, ob wir vorletzter waren. Aber ihr kamt ins Gespräch, ne? Ins Gespräch und da haben wir Noel C. kennengelernt. Das war unser erster Business Angel dann damals. Der hat noch andere Business Angel aktiviert. Ein anderer Business Angel, den er mit reingeholt hatte, hat damals dann eine Intro gemacht zu Power Ventures. Power Ventures wurde unser erster institutioneller VC, über die wir die Seed Round geraced haben. Und so ging das dann weiter. Also es war ein enorm wichtiges Event für uns. Und das fand auch demnächst hier im Lokschuppen statt. Und das war richtig gut. Und ich bin auch echt happy, dass das Events wieder in person. Ja, da spürt man die Energie. Echt ja. Stattfinden, ja. Aber es ist spannend. Also 2016, ihr pitcht das, ihr kommt ins Gespräch. 2017 launcht der ein Product Hunt. Kannst du vielleicht, also ich sehe das manchmal im Feed, die haben coole Produkte, aber ich habe ja nicht wirklich aktiv was zu tun. Was ist Product Hunt und warum wolltet ihr das dort launchen? Ja, Product Hunt ist eine Product Launch Plattform sozusagen. Ist von Y Combinator, genauso wie Hacker News. Product Hunt ein Produkt von Y Combinator. Und dort gibt es täglich Launch Kohorten sozusagen. Das resettet jeden Tag um 0 Uhr Pacific Time, also 0 Uhr San Francisco Time. Okay. Also hat man hier aus Deutschland einen 9-Stunden Vorteil zu den Startups, die in San Francisco gelauncht werden. Und man postet sein neues Produkt in dieser täglichen Kohorte und das kann geupvotet werden.
Und wir hatten ein ganz gutes Upward-Momentum aufgebaut, auch über unsere Community, die wir vorher schon monatelang aufgebaut haben, die wir dann aktivieren konnten, um uns da zu supporten. Und das hat uns sehr viel Traffic beschert. Also wir waren dann sehr lange auf der ersten Position an diesem Tag, waren, glaube ich, dann auch an diesem Tag Product of the Day oder Second Product of the Day, I don't know. Und hat sehr viele, also die Sign-ups sind dann durch die Decke geschossen. Okay. In dieser Zeit, und das hat erste ein bisschen organische Bewegung, die erste schon reingebracht nach unserer Beta-Phase. Cool. Und da war es aber auch sehr wichtig, dass wir vorher Community aufgebaut haben. Das heißt, ja, wir haben Public Slack Channel für unsere User. Damals haben wir jedem User, jeden, der sich gesignet hat, haben wir einen Slack-Invite geschickt, und da war eine sehr hohe Conversion Rate, also sehr viele der Sign-up-Leute sind in Slack reingekommen und waren aktiv, weil es war noch ein Early Product, aber auch ein sehr spezielles Nischenprodukt damals, weil wir auf GraphQL, das eines der ersten kommerziellen Produkte überhaupt waren, die auf GraphQL aufgebaut haben. Weil GraphQL, das möchte ich dazu noch sagen, als wir gestartet haben, oder als ich diesen Blogpost gelesen hatte, der uns zu GraphCMS inspiriert hat, war GraphQL auch erst nur ein paar Monate alt und open-sourced. Mm. Das wurde intern bei Facebook entwickelt und dann später open-sourced. Okay, sehr coole Story. Also, ich habe so viele Fragen. It resonates with me. Also, es ist dieses du startest mit einer Nische und baust dir eine Community auf, die Leute das wertschätzen, dass es da ist. Und vielleicht kannst du, also bevor wir zu Company Culture übergehen, etwas zu Community. Ja, vielleicht es ist es immer noch so, ich würde sagen, leicht esoterisch angehaucht bei uns, dass Communities wie von sich entstehen. Und da sieht man das Resultat und fragt man sich, ja, wie ist das entstanden? Ach, das war ein Geniestreich oder wie auch immer. Wie seid ihr da dran gegangen, Community? Ist das, ja, vielleicht hast du so eine Art, nicht Prozess, aber wie seid ihr da dran gegangen und wie hat sich der Umgang mit der, also ihr seid ja, man denkt, also bevor du da einsteigst, man denkt ja oft, hier sind wir, hier ist die Community. Für mich gehört das zusammen. Also wir sind schon eine Community und die kann ja wachsen. Ja. Vielleicht kannst du da so aus deiner Erfahrung da über Community, Startup-Community, Product-Community sprechen. Ja, also wir waren sehr aktiv selbst, wir bei Daniel und ich, in unserer eigenen Community, fast 24/7, so jede Waking Hour erreichbar für Feature-Requests und Support und Produktfragen. Also es waren sehr aktiv. Das war auch ein enorm guter Feedback-Kanal für Feature-Requests, Bug-Reports. Und das heißt, wir konnten definitiv Value geben an die Community-Member. Die konnten dann schneller bauen mit dem Produkt oder eben ihre Feature-Requests äußern. Community aufbauen ist extrem schwer, wenn die Leute nichts davon haben, dieser Community beizutreten. Also es muss schon irgendein Incentive geben. Das funktioniert besonders gut bei Open-Source-Modellen. Da kannst du einen sehr guten Community-Approach aufbauen, weil die Leute auch noch, also wir sind nicht Open-Source, aber es gibt auch Proprietary- oder SaaS-Companies wie Figma, die auch einen sehr guten Community-Approach hinbekommen haben, weil wenn du Extension-Points schaffst in deinem Produkt, dann können andere Leute aufbauen und auch Features, Plugins, Extensions schaffen auf deinem Produkt und die eventuell auch selbst monetarisieren. Das machen wir jetzt aktuell noch nicht, aber wir haben vor ein paar Wochen unseren Marketplace gelauncht und wollen das langsam befüttern. Und also wenn man Community aufbaut, dann muss man irgendwas zurückgeben können. Also dann muss es irgendeinen Sinn machen, dass die Leute in diese Community reinkommen. Und das war vor allem Product Support, Feature Requests. Für uns war das dann auch der erste Hiring-Kanal. Also da haben wir die ersten Leute kennengelernt.
die damals gestartet sind und immer noch bei uns sind, nach all der Zeit. Jonas beispielsweise, ich erzähle die Story gerne, das war unser erster Developer, den wir damals als Werkstudenten noch eingestellt hatten. Er hatte einen Feature-Request, den hat er in Slack gepostet. Dann kamen wir ins Gespräch und er hatte gefragt, ja, wo sitzt ihr eigentlich? So, where are you from? Are you from San Francisco? Maybe Berlin? Or where to find you? Und dann habe ich ihm geschrieben, nee, nicht Berlin, nicht San Francisco, wir sitzen in Gießen, das ist bei Frankfurt, wenn du das kennst. Und Jonas hat geschrieben, are you kidding me? I'm from Dudenhofen. That's near Gießen. Also er hat 20 Minuten von uns entfernt gewohnt. Und dann haben wir uns in den nächsten Tagen getroffen und er ist dann eingestiegen und witzigerweise hat er dann später das Feature selbst implementiert, was er sich im Slack gewünscht Du hatte. Schade. Das ist ja cool. Das ist eine coole Story. Ja. Okay. Ja, es hört sich nach Paul Graham hat ja don't make products that people like, make products that people love. Cool. Lass uns mal ich habe so viele Fragen, aber lass uns mal so Company Culture. Ihr habt remote gearbeitet, bevor es andere quasi Ja. gezwungen hat, darüber nachzudenken. Und wie war der Prozess wahrscheinlich, die besten Leute halt arbeiten lassen? Ja. Ist es wahrscheinlich organisch entstanden? Vielleicht beschreibst du den Prozess. Absolut. Ja. Absolut organisch entstanden, weil dadurch, dass wir auf einer sehr neuen Schnittstellentechnologie aufgebaut haben, also in diesem GraphQL-Ecosystem unterwegs waren, das war ein sehr limitiertes Know-how-Set. Du hast nicht irgendwie mal hier an der Uni Marburg oder Gießen jemanden kennengelernt, der mit GraphQL schon gearbeitet hat oder ein Backend dafür implementiert hatte. Mittlerweile schon, ja. Aber damals, das war noch ganz frisch. Und in unserer Community hatten wir aber schon die GraphQL Early Adopters, wie Jonas, der dann unser erster Hire war. Aber dann auch unter den ersten 5 Hires waren auch noch 2, 3 andere aus dieser Community. Julian aus Argentinien und Somo aus Indien. Somo ist noch bei uns, Julian auch noch bei uns, der verlässt uns jetzt leider, aber beide schon seit 4 Jahren dabei. Und wir haben geheiert nach Skillset. So, was können die Leute bieten? Und die hatten schon GraphQL-Expertise, teilweise auch schon im Open-Source-Bereich eigene GraphQL-Tools entwickelt. Und Julian hatte auch ein E-Book geschrieben über GraphQL. Und das hat natürlich extrem gut gepasst. Also haben wir gesagt, okay, wir heiern die Leute und sind dann mit denen gewachsen. Dann war es eigentlich schon drum geschehen, dass wir eigentlich eine Remote-Company waren. Und nicht nur mehr auf deutscher Zeitzone, sondern Argentinien bis Indien. Also war schon quasi fast alles abgedeckt. Und letztlich, wenn man remote geht und sich global aufstellt, dann kommt das automatisch mit asynchroner Arbeit einher, dass man keine fixen Zeiten hat, wann man arbeitet, sondern dass eigentlich fast schon die 24 Stunden abgedeckt sind am Tag. Und dass jeder in seiner Komfortzone arbeitet, zeitlich. Aber dann haben wir natürlich klar versucht, und das machen wir immer noch, jeden Tag Dailies zu haben, zu einem Zeitpunkt, wo es für alle passt. Also unterschiedliche Teams in unserer Company. Also mittlerweile sind wir 65 Personen von San Francisco bis nach Manila. Unterschiedliche Teams haben unterschiedliche Daily-Zeiten, weil die einfach zeitzonentechnisch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, ja. Okay, also eigentlich ging es darum, den Talentpool und mit den Leuten, mit den Skills. Also das ist sehr interessant. Muss ehrlich zugeben, dass wir auch ein paar Leute aus der Community geheiert haben, weil man kannte sich und man wusste, dass man gut zusammenarbeitet und wo das Skillset ist. Sehr, sehr cool. Ja, also ich kann mir kaum einen besseren Talentpool vorstellen als eine Community, wo sich die Leute zusammentreffen, um über die Technologie zu philosophieren,
die sich schon sehr früh adaptiert haben. Ja. Okay, aber du hast schon mit also Best Practices angefangen und ich denke, in der Tech-Welt ist es doch etwas entspannter, ja, als Corporate-Welt und so weiter. Hast du so ein paar Best Practices im Sinne von Daily? Was ist ein Daily und wie hältst du die Energie am Laufen? Das ist halt so, man ist remote, ein paar Teams sitzen vielleicht doch zusammen, aber wie bringt man diese Cohesiveness? Das ist doch, wir sind ein 65 Leute und wir gehen in die gleiche Richtung, obwohl wir überall auf der Welt halt arbeiten. Also das ist schon wirklich challenging, also so muss man sagen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aktuell laufen wir durch so einen Rebrand-Prozess. Wir rebranden und wir launchen was Cooles Neues. Und das geht auch mit einem Update zur Positionierung einher. Also wir gehen die nächste Evolutionsstufe, Beyond Headless sozusagen. Und da finden unfassbar viele Gespräche direkt statt unter verschiedenen Stakeholdern unter einem sehr großen Zeitdruck. Also wir wollen sehr bald schon launchen. Und da, was dann nicht so gut klappt aktuell, ist wirklich tatsächlich alles transparent zu kommunizieren, weil wir schnell Fortschritte machen wollen. Da müssen wir aktuell besser werden. Das ist so Challenge von Remote Work, finde ich, dass man das gar nicht so aufsaugen kann durch Flurgespräche oder der typische Kaffeeklatsch oder diese Gespräche, die zwischen den Monitoren einfach stattfinden, wo man passiv mithört. Das ist extrem schwierig. Jedoch glaube ich, dass dadurch, dass viel Management, also ich bin remote, Daniel ist remote, Chris, Chief Commercial Officer, sitzt in Berlin, unser neuer VP Marketing sitzt in Finnland, dass wir keine Traube, keine Bubble haben, dass sehr viel über Slack auch öffentlich kommuniziert wird und kommuniziert werden muss und dass gar nicht so viele One-to-One persönlichen Gespräche stattfinden. Ja. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, Remote funktioniert schon wesentlich besser, wenn alles wenn es überwiegend dezentral ist. Und es nicht irgendwie eine HQ-Struktur gibt, wo alle Decision-Maker sitzen, die dann sich schnell austauschen können, aber die anderen bekommen das dann gar nicht mit. So, und da müssen wir sicherlich auch besser werden und so eine gewisse Disziplin, dann sämtliche Decisions festzuhalten und zu konzentrieren. Ich glaube, es gibt gute Role Models im Markt, Companies wie GitLab, Open-Source-Companies wie GitLab, die haben ihre komplette Company-Dokumentation, also auch alle Meeting-Minutes, alle Meeting-Notes public verfügbar. Das heißt, du kannst die dir angucken. Alles, was sie in einem Meeting besprechen, kannst du dir angucken. Und die haben Policies, dass du alles in diesen Public Records aufnehmen musst. Also, und ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Und ich glaube, dass man sich adaptiert, wie man möchte. Also man muss natürlich nicht alles public kommunizieren. Das ist auch eventuell von Nachteil, wenn man in einer competitive situation ist und viel Wettbewerb hat, dann möchte man natürlich nicht viel preisgeben, eventuell. Trotzdem kann man diese Disziplin finden, alles in internen Knowledge Bases zumindest festzuhalten und Decisions. Und da weiß ich nicht, ob es nicht einfacher wäre, die Leute zu updaten, was eigentlich gerade Phase ist, wenn alle irgendwie im Office sind. Und man kennt das von Office, man hat ja nicht nur Screentime, man läuft rum im Office und tauscht sich aus. Und das hat man nicht sehr viel im Remote-Bereich. Also das kann man ein bisschen virtuell nachstellen. Also die Engineers, die Developer, die, sorry, hörst du mich noch? Mein Sound ist weg. Ja, also, alles gut. Die machen viel Pair-Programming über Screensharing, dass die,
dass die zusammen entwickeln oder Mob-Programming. Das heißt, da sind 3, 4 Leute im Call und gehen über eine Codebase und denken da gemeinsam, was eigentlich echt cool ist. Mhm. Und da passieren auch diese Gespräche, wo Informationen zwischen den Zeilen ausgetauscht werden, wie im Flurfunk im Office. Mhm. Und wir haben noch so ein paar andere Initiativen, zum Beispiel benutzen wir einen Slackbot, der heißt Donut, und der mixt random Leute in der Company zusammen in 3er-, 4er Gruppen und sagt, hey Leute, scheduled mal eine halbe Stunde diese Woche für einen virtuellen Café. Und das ist echt, echt cool und auch immer witzig. Und dann wird dann nicht überwiegend nicht über Arbeit gesprochen, sondern das läuft dann ein bisschen off-topic, und es soll auch off-topic sein, wo sich die Leute ein bisschen besser kennenlernen, sich gerne über ihre Hobbys oder Daily Struggles austauschen können. Dann haben wir noch... Lass uns kurz kurz über Methoden einfach mal sprechen. Also ihr habt, um einfach zu rekapitulieren, so, es kann Slack sein, es gibt verschiedene Tools, aber das heißt, Entscheidungen oder Wege, warum, ja, das wird einfach offen kommuniziert. Es ist für jeden zugänglich. Und das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, Remote funktioniert, wenn es dezentral ist. Ja. Es ist echt interessant. Vielleicht kannst du da, das hast du so zwischen den Zeilen quasi, das funktioniert nur, wenn es dezentral ist. Vielleicht kannst du da nochmal etwas ausführen, was meinst du damit? Was ich damit meine ist, wenn zu viele Entscheider einer Company an einem Ort sind, zum Beispiel, wir haben schon Headquarter in Berlin, aber da sitzen auch viele Individual Contributor, da sitzen nicht nur Entscheider. Wenn zu viele auf einem Fleck sind, dann entsteht eine Bubble, glaube ich, so eine Information Bubble, die die anderen, die außerhalb des Offices sind, eventuell in einer ganz anderen Zeitzone oder in einer anderen Gruppe, in einem anderen Department, dann nicht mitkommen über die spontanen Gespräche, die im Office passieren. Was die Company gerade beschäftigt. Gibt es News? Mhm. Gibt es News vom Markt? Was ist die neue Market Intelligence? Weiß jemand, wie sich Competitor auf dem Schachbrett gerade bewegt haben und wo gehen die hin? Kann man das schnell teilen und was kann man da machen? Aber auch Entscheidungen zu, wie adaptieren wir die Strategie im Go-to-Market oder die Produktstrategie. Wenn das alles in der Bubble stattfindet, dann ist die jetzt Kommunikation nach außen, dann findet die nicht mehr so statt. Mhm. Wenn man dann aber über die öffentlichen oder die zugänglichen Company-Kanäle kommuniziert und dann auch versucht, nicht in Private Channels, sondern in Public Channels das zu machen, offen zu sprechen, dass alle einfach mitlesen können, dann kann das sehr gut funktionieren. Kurze Frage, also im Startup, das gibt es manchmal einen Moment, wo man spricht und dann sagt, das müssen wir jetzt ausprobieren. Wie läuft das? Also wahrscheinlich im Team bis 10 Leuten funktioniert es, man kann updaten. Ja. Ihr hattet sicherlich solche Momente, wo man sagt, das müssen wir jetzt machen oder das müssen wir jetzt ausprobieren. Und wir müssen unendlich viele, ja. Sicherlich haben wir das Ratio zu allen Ideen, die wir hatten, zu allen, die wir umgesetzt haben, ist sicherlich 1:100. Ja, so viele Ideen sind da, aber man hat eben nur endliche Ressourcen, man muss priorisieren. Und je größer eine Company wird, desto schwieriger wird das tatsächlich, weil Prozesse sind dann da, man hat ein gewisses Leadership aufgebaut, die eigene Decision Power haben, und wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Markt irgendwas beobachte oder irgendein cooles Feature sehe, was ein Competitor gelauncht hat, sage, hey Leute,
das machen wir jetzt, dann fühlen die sich halt auch überfahren. Ne? Und genau. Dann verletzt wie das die Integrity. Wie gehst du dann damit um? Weil es ist so, hey, ich habe was gesehen oder jemand anders hat es gesehen und sagst, das müssen wir ausprobieren und das irgendwie, also gesagt hast, die Kommunikation ist offen und transparent. Sagst du, hey, ich hatte diese Idee, weil es schnell gehen kann. Ja, also da bin ich auch schon teilweise ein bisschen angeeckt mit Leuten, das muss ich auch noch, also da ist auch Room for Improvement. Und das kriegen wir besser hin mittlerweile. Wie wir das angehen ist, also wir posten das natürlich, ob es jetzt irgendein Content ist zu irgendeiner Strategie oder irgendein Feature. Und dann im besten Fall nimmt man alle möglichen Stakeholder in den Entscheidungsprozess mit rein, ob wir das jetzt höher priorisieren oder nicht, weil man hört dann auch nochmal ganz viele andere Perspektiven oder vergisst eigentlich, dass das, was gerade in der Pipeline ist, was gebaut wird, weil es ja da auch sehr gute Gründe gab, warum das aktuell jetzt in der Pipeline ist. Und dann muss man eben die Product Manager oder die Sales Leads mit reinholen und dann Case für Case gucken, okay, ziehen wir das vor, aber dann entscheiden wir uns bewusst dafür, ein anderes Feature oder eine andere Kampagne zurückzustellen. Oder belassen wir es dabei und packen diese Idee auf den ewig wachsenden Backlog und riskieren dann damit, dass es niemals umgesetzt wird, weil bis dieses Item vom Backlog wieder erscheint, sind nochmal 100 andere Sachen draufgekommen. Okay. Und es ist ein organischer Evaluierungsprozess und ich glaube, wenn man jetzt vom Produkt spricht, dann sollte man alle 3 oder 6 Monate vielleicht nochmal in Vogelperspektive gehen und nochmal alles in Abhängigkeit zueinander evaluieren. Was ist jetzt eigentlich mit der neuen Erkenntnis? Was ist jetzt mittlerweile wichtiger und was ist mittlerweile nicht so wichtig? Weil 6 Monate von heute aus gesehen bist du viel, viel schlauer als heute wieder und kannst wesentlich besser beurteilen, ob das jetzt denn überhaupt so wichtig ist oder wichtig war, weil viele Sachen, die im Moment in der Situation als sehr wichtig erscheinen, sind es dann vielleicht doch wieder nicht. Ja. Oder was unwichtig ist, auf dem Markt passiert, muss ja eigentlich. Ja. Und tatsächlich ist es eigentlich immer so, wenn es tatsächlich sich rausstellt, wichtig zu sein, oder wenn es wirklich wichtig ist, dann wird es immer wieder aufkommen. Dann kommt das Feedback immer wieder vom Markt oder von unserer Community oder von Sales. Hey, wir hatten gerade ein Gespräch, die wollen auch wieder haben und wieder und wieder und wieder. Mhm, ja, und dann hast du deine Data Points. Ja, das ist eine gute Sache. Bevor wir wieder in die Liste der Methoden mal reingehen, hattest du, es hört sich so an, also es gibt Momente wahrscheinlich, wo dein Bauchgefühl sagt, hey, da ist was. Du hast so ein Input, und sagst, hey, da ist was. Wie gehst du, und dann ist eigentlich eine gewisse Entscheidung, wird intrinsisch erwartet und dann muss man die weiteren Datenpunkte finden. Also wie geht es darum, wie kommunizierst du das? Also manchmal, als CEO hast du viele, du siehst viele Datenpunkte, und irgendwann kommt, hey, da ist was. Ja. Und wie ist da der Prozess? Hey, wir müssen das Feature entwickeln. Ich habe es gesehen. Ich habe vielleicht 60% der Datenpunkte, aber wir müssen es machen. Also Bauchgefühl spielt da definitiv schon mit rein, würde ich sagen. Weil Bauchgefühl baut man, also besonders als Founder oder wenn man sehr lange im Markt unterwegs ist, kennt man den Markt schon wesentlich besser und kann wesentlich besser raussieben, ist das relevant für unseren Markt oder nicht. Und dann hat das schon eine recht starke Gewichtung. Trotzdem, also ich versuche dann immer, ich glaube, die anderen Stakeholder auch zu inspirieren, ob das eine coole Sache ist oder nicht. Und wenn das Anklang findet durch die Bank weg, ist es eigentlich sehr easy, das zu fast-tracken, so, weil dann jeder
wirklich begeistert ist von dem Feature oder von der Idee und lass das machen. Und ich glaube, das sind auch immer ganz wichtige Momente, diese Sprints, wo jeder aligned ist auf einer Idee und dann wird das durchgezogen und dann hat man so ein schnelles Erfolgsgefühl. Ja. Das ist wichtig immer. Cool. Okay. So, ich habe dich unterbrochen, wo du über die Punkte gesprochen hast. Also Mob Programming habe ich hier zwischen den Zeilen, so Events oder nee, der Bot bringt die Leute zusammen, um das zwischen den Zeilen oder vielleicht unabhängig. Wir hatten letztens etwas, was ich cool fand, No Outcome Meetings, also dass man einfach mal spricht, also diese Begegnung, die man in der Mittagspause oder so hat. Mhm. Ja, das sind unsere Virtual Coffees über Donut sozusagen. Okay. Was wir noch haben, ist, wir benutzen Meebo. Das ist so eine kleine Browser-Base für Metaverse, wo jeder auf so einer kleinen Insel oder einem anderen Level ein bisschen rumspringen kann auf einem 3D-Avatar und das Webcam-Bild wird auch so einen kleinen Roboter, also auf deine Spielfigur in den Metaverse projiziert. Und das ist eigentlich echt witzig. Und wir treffen uns da jeden Freitag Nachmittag so als Ausklang-Event. Aber ihr habt da fixe Zeiten, wo ihr auf Meebo seid. Okay, cool. Ja, ich habe es gerade aufgemacht. Kannte ich gar nicht. Fixe Zeiten und das ist echt ganz witzig, weil sonst hast du ja kaum die Gelegenheit. Ja. Also es fühlt sich, ich bin ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, was ich vom Metaverse halten soll. Für so einen Use Case finde ich es gut. Dann treffen wir uns da freitags. Wir haben vor 2 Wochen was Neues eingeführt. Das nennt sich Friday Star. Da wird in einem Slack-Channel, der heißt Friday Star, jede Woche eine Person nominiert. Zum Beispiel der Sergey ist heute dran und dann dürfen alle Leute in der Company random Fragen an Sergey stellen. So, okay, so cool. ask me anything. Was ist dein Lieblingsfilm, Schauspieler, whatsoever. Und da sind echt witzige Fragen dabei. So lernt man jede Woche ein bisschen mehr über einen Mitarbeiter. Und habt ihr diese, war das so, es kam jemand, hey, wir sollten das machen? Oder habt ihr jemanden, der sich auch mal Gedanken macht, wie es hört sich so an, als ob das auch, also wie eine, also es ist eine Community. Ja? Es ist eine Remote Community mit einer Mission. Und ist da jemand, der sich, also außer dir, viele Gedanken macht, so hey, das ist dein Job, so Community Manager oder entsteht das organisch? Also viel macht Gagi. Gagi leitet unsere HR. Die ist seit etwas über einem Jahr bei uns, ganz toll. Und sie macht sich da natürlich Gedanken, wie können wir näher zusammenrücken, wie können wir Vertrauen aufbauen. Aber viele Vorschläge kommen auch von allen Teammembern. Cool. Oder die haben schon was aus einer anderen Company mitgenommen. Friday Star kommt von Daniel. Daniel ist gerade aus. Haben wir von Russland nach Berlin geholt und in seiner Company, wo er in St. Petersburg oder in Moskau gearbeitet hat, da hatten die das Friday Star und das haben wir jetzt übertragen auf unsere Company. Und ja, also jeder bringt sich ein. Und eine Sache noch, die uns wichtig ist, dass wir versuchen, uns einmal im Jahr alle zu treffen. Wir hatten jetzt unser Arrow Company Retreat Ende März auf Gran Canaria. Da haben wir versucht, alle einzufliegen. Bei ein paar ist dann halt, geht's nicht oder schwierig oder Covid kam dazwischen oder das Visum war nicht zu bekommen. Dann ist es echt schwierig, aber das war das Company-Event an sich ging eine Woche, aber wir haben das Resort für 4 Wochen lang gemietet und damit die ganzen Subteams auch eine Möglichkeit haben, face-to-face mal in der coolen Location 1-2 Wochen ihre eigenen Workshops dann aufzusetzen. Hört sich echt cool an. Dadurch, dass du, also 4 Wochen hast du gesagt, ne? Du nimmst diesen Zeitdruck raus und sagst, hey, das ist euer Space. Cool. Cool. Eine Frage noch. Asynchrones Arbeiten. Ich
Ich finde das klasse. Also wir haben auch Kunden, also weltweit, und führen mal Gespräche mit mal früh, mal spät. Aber wenn du so ein paar, ich will nicht sagen Regeln, also so ein paar Regeln vielleicht. Asynchrones Arbeiten funktioniert damit gut, mit dem Mindset, mit diesen Tools. Man sollte nicht das machen. Also wenn du da so ein paar Key Learnings teilen Ja, könntest. also ich finde es wichtig, wenn Leute sich, also wenn sie irgendwas Privates beispielsweise vorhaben an den Tag, dass sie es kommunizieren, dass sie nicht da sind. Andernfalls willst du irgendwas rausfinden über die Person, schreibst du an, pingst du an und dann hörst du 2 Stunden nichts oder 3 Stunden nichts. Trotzdem, okay, was macht die Person eigentlich? Dass es schon sehr wichtig ist, einen Status zu hinterlassen in Slack, hey, AFK, ich bin in 2 Stunden wieder da. Vorausgesetzt, da sind überhaupt Überlappungen in der Arbeitszeit. Wenn jemand aus Argentinien mit jemand aus Indien zusammenarbeitet, dann ist so oder so fast extrem schwierig, da eine zeitliche Überlappung hinzubekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jedes Team in jeder Konstellation mit den Zeitzonen einen eigenen Modus und eine kleine Subculture für sich findet, wo diese Regeln festgesetzt werden. Also das muss dadurch, dass die Locations so divers sind in unterschiedlichen Teams, finde ich, macht es nicht super viel Sinn, globale Guidelines zu haben. Weil das ist eventuell gar nicht applicable auf unterschiedliche Teams. Also müssen die sich ihre Microculture auch schaffen, wo Regeln festgesetzt werden. Hey, wenn du beispielsweise 2 Stunden unterwegs bist, sag Bescheid, sei bitte einmal am Tag da für ein Daily, damit wir uns in Echtzeit synchronisieren können, über Blocker sprechen können. Mach die Kamera an, damit die Leute auch mal dein Gesicht sehen und ein bisschen persönlichen Touch haben. Was ist ein Daily bei euch? Wie lang ist das? Also wir haben so 2 Minuten Updates, das hier 2 Minuten. Manchmal werden das doch 5 oder 10 Minuten, aber Pro Person, oder? ja, genau, 2 Minuten. So, hey, ich mache gerade das, die Woche steht Ja, das an, das mache ich zweimal die genau. Woche. Genau, also wir haben für jedes Team, das ein Daily macht, einen eigenen Slack-Channel und da posten wir jeden Tag, kommt ein Reminder, please add your daily notes to this thread. Also Slack erstellt dann automatisch schon ein Thread für das Daily, wo man schon mal so seine Notizen vorstrukturieren kann in Bullet Points. Das heißt, die Leute, die überhaupt nicht teilnehmen können an dem Daily, können nachlesen, wo sind die anderen Leute eigentlich gerade dran. Also ist das eine Post oder ist das oder spricht man miteinander und dann wird das Beides. gepostet? Beides, Erst okay. postet man und das ist dann auch unser Ablauf für das Daily. Das ist eigentlich der Slack-Thread. Okay, der als erstes oder die als erste gepostet hat, fängt an und dann geht das in dieser Reihenfolge. Dann kann jeder mitlesen, mitdenken und dann auch 2 bis 5 Minuten unterschiedlich. Also manchmal artet das auch aus, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt. Aber dafür ist es auch da. Also einmal am Tag FaceTime ist wichtig. Und ansonsten, was asynchrone Arbeit angeht, aber auch generell für Remote Work, finde ich es immer besser, einmal mehr öffentlich zu kommunizieren als face-to-face zwischen den Managern und zwischen den Leuten, sondern einfach Public Channel. Auch wenn das Gespräch wirklich nur ein paar Leute betrifft, dann kann man das trotzdem, also wenn es irgendwie so ein Company-Matter ist, kann man es trotzdem öffentlich besprechen, damit die anderen Leute einfach verstehen, okay, was ist eigentlich, was beschäftigt die gerade, woran arbeiten die und eventuell können die was daran lernen. Und da sieht man schon kulturelle Unterschiede in den unterschiedlichen Geos, wie die Leute, ob die Leute gerne öffentlich kommunizieren auch. Ja. Also written. Das sind sehr starke Unterschiede, würde ich sagen, zwischen USA, EU, APAC. Ja.
Aber also ich weiß nicht, vielleicht ist die Sample Size auch noch zu klein und da. Okay, interessant. Ja, das kann ich mir schon mal vorstellen, ja. Okay. Cool. Ich habe ein paar Rapid-Fire-Questions, die wir immer fragen, Was sind Rapid Fire Questions? wo du einfach schnell antwortest und ich gehe die durch. Es sind so klassische Gründerfragen. Hast du jemals daran gedacht, aufzugeben? Nein, nicht ernsthaft. Die klassische Antwort ist ja, jeden Tag, aber ich gebe nicht auf. Nee, nee, nee. Einige sagen nein, einige sagen ja, eigentlich schon, aber ich gebe einfach nicht auf. Nicht ernsthaft. Also manchmal Nee. denkst du dir in so einer Down-Phase haben. Boah, du siehst noch an, aber man wächst dran. Man baut seine Ja, genau. Resilienz auf. Okay, wenn es mal so einen Down gibt oder eine Niederlage, wie motivierst du dich weiterzumachen? Man kann sich darauf fokussieren, auf die ganzen Erfolge, die man eigentlich zeitgleich noch feiert. Cool. Also in den ersten Jahren, wir sind in einem sehr competitive Market unterwegs. Du siehst Competitor A, Competitor B, Competitor C, riesen Funding Rounds, geile Features, geile neue Case Study. Und denkst dir, die haben ein Mörder-Feature rausgebracht. Und denkst dir, okay, that's it, du kannst einpacken. Aber letztlich hat keines dieser Events irgendwas an unserer Growth Okay, gerüttelt. alle Nichts. kochen mit Wasser. Und alle kochen mit Wasser. Und wenn man das so ein paar Mal beobachtet hat, selbst, dann stärkt das einen schon sehr. Ja, alle kochen, ja. Cool. Coole Konversation. Ey, ich muss mich hier ein bisschen so zurückhalten und das Skript durchgehen. Was würdest du Startupern so empfehlen als drei wichtigste Eigenschaften? Als drei wichtigste Eigenschaften, also ich glaube, was man sehr häufig hört, First-Time-Founder, die kümmern sich sehr stark ums Produkt, Second-Time-Founder, die kümmern sich überwiegend Schmackig. um die Distribution, was stimmt. Also man kann in seinem Ivory Tower das geilste Produkt, das beste Produkt über Jahre bauen. Wenn es der Markt nicht möchte, dann ist es einfach nur ein Hobby und kein Business. Und man darf die Business-Seite und die Sales Marketing nicht außer Acht lassen. Darum sollte man sich sehr, sehr früh bemühen. Man sollte sich schlau machen, auch über makroökonomische Events, wenn man fundraisen möchte. Ja, also aktuell, was in den Märkten passiert, das ist alles andere als founder-friendly, um jetzt eine Runde zu raisen. Also wir erleben gerade eine zweite Dotcom-Blase. Das haben viele, viele, viele noch gar nicht realisiert, was da aktuell passiert. Und Was passiert da gerade? das Also wird noch ein das. richtiges Armageddon. Also eine Okay. komplette Valuation-Blase ist im Tech-Segment Ach so, geplatzt. ja, Und okay. viele Nasdaq-listed und S&P-listed Companies sind einfach 90% down. 90%, das ist der absolute Wahnsinn. Und das schlägt sich gerade auf die Private Markets nieder. Und erst hat es die Growth Fundings, also VC Rounds und Investments betroffen, aber es ist jetzt schon bei Seed Rounds angekommen. Und die Public Markets, die sind Benchmark auch für Bewertungen der Private Companies. Und wenn die Public Market Bewertungen in den Keller gehen, dann macht Fundraising als Startup-Founder absolut keinen Spaß. Und die letzten 2 Jahre waren absolut Bonanza für Startup-Founder. Die haben dann Companies auf 80 bis 100x Revenue, ARR Multiple geraced. Das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Also die Blase musste kommen, also musste platzen und sie platzt jetzt gerade. Und dazu kommt noch Inflation und die Lage mit der Ukraine und was nicht alles. Also Makro, ja, okay. Das kommt aber mit Also, der Zeit, oder? Das kann man nicht ja, von Anfang an, nein, das muss man halt nein, miterleben, ne? das kann man auch gar nicht alles so greifen, wenn man eigentlich nicht davon betroffen ist. Okay. Letzte Frage von mir, dann gehe ich mal kurz die Leute mal durch. Die wertvollste Erfahrung als Founder, persönlich oder im Business?
Ein gutes Produkt wird sich immer verkaufen. Nochmal? Ein gutes Produkt wird sich immer verkaufen. Ein gutes Meinung Produkt nach. Wird sich immer verkaufen. Ist krisensicher. Ja, das ist gut. Das finde ich richtig gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich nehme mal hier den Simon rein, damit er eine Frage stellt. Da hat er sich kurz gemeldet. Ja, Simon, vielleicht stellst du dich kurz vor, Simon, wo du herkommst, falls ihr euch noch nicht kennt und ja, was du so machst. Hi Michael. Ja, hi, ich bin Simon, Gründer von Trainers. Wir machen Training as a Service und begleiten Firmen in der Digitalisierung. Das heißt, wir machen alles, was mit Change Management zu tun hat, bei neuer Software-Einführung. Also wenn eine Software eingeführt wird, machen wir nicht das Technische, sondern das, was der Nutzer sieht, weil wir sagen, die Software ist nur so gut wie der Nutzer davor. Cool. Ja, meine Frage wäre so ein bisschen, du hast das jetzt schon gesagt, Dotcom-Blase, also viele Unternehmen sind wirklich in den Keller gegangen, in die Bewertungen ja. Und so weiter. Was glaubst du, so makroökonomisch gesehen, was sind die nächsten Verticals, wo wir richtig Wachstum sehen, wo es sich lohnt, reinzugehen, vielleicht wenn man eine neue Idee hat oder eine Idee vielleicht auch sucht, wo sollte man suchen, was wird in den nächsten 2, 3, 4 Jahren was Gutes finden? Du sagst, das Produkt ist gut, ja. Klar, das ist wichtig, aber ja. Wo, welches Produkt, also in welcher Branche? Das ist eine gute Frage. Also ich beispielsweise bin kein Fan von Krypto und NFTs und ich glaube, wenn die Markets down gehen, weiterhin in Assets zu investieren, die eigentlich keinen reellen Gegenwert haben, ist nicht sehr smart, aber vielleicht bin ich auch schon ein Boomer im Business und verstehe Krypto einfach nicht gut genug. Also das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass bei Covid konnte man das ein bisschen besser abschätzen, dass aber jetzt auf einmal die Leute von zu Hause aus arbeiten, also mit Collaboration-Software und so Tools wie Hopin und Zoom und alles, was irgendwie Live-Kollaboration auf irgendeinem Tool ermöglicht. Also da ging es nicht wirklich darum, okay, was ist das für ein Tool? Zum Beispiel Figma ist ein Design-Tool oder Miro ist ein, es ging eher darum, hat dieses Tool Collaboration-Features, Live-Collaboration-Features, dass du remote sehr gut damit arbeiten konntest. So, das konnte man sehr gut in Covid beobachten. Jetzt aktuell in der Lage, I don't know, vielleicht gibt ein bisschen, bekommt Online, Offline-Business also die nächste Renaissance. Schwer zu sagen, tatsächlich okay. Für mich. Okay, interessant, offline, ja. Eine andere Frage, auch so ein bisschen, das Thema ist ja... Achso, doch, ich hab hier ein Vertical, was ich sehr... Wo wir sehen, okay, da ist für uns auch sehr viel Wert dahinter, vor allem über Remote Work, sind die Employer of Records. Das ist letztlich Zeitarbeit neu gedacht auf internationaler Basis. Companies wie Remote oder Lano, die es ermöglichen, international Leute einzustellen auf Payroll mit Social Security, Versicherung und was nicht alles. Das heißt, du zahlst die Company wie Remote.com. Und die stellen die Person in dem jeweiligen Land an, weil du kannst eigentlich, wenn du kein Business, keine Entity eröffnest in dem Ausland, Leute hiren mit diesen Konditionen. Über Freelance-Verträge ja, aber da kommst du in andere Probleme, eventuell mit Scheinselbstständigkeit. Ja. Und das kommt dann aufs Land an. So, das musst du sagen, also die haben auf jeden Fall das richtige Timing erwischt, diese Businesses zu bauen. Das ist eine absolute Goldgrube gerade. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, was interessant ist. War of Talent, da können die von profitieren. Mhm. Ja. Glaubst du, dass es für Startups in nächster Zeit eventuell einfacher wird, dann Mitarbeiter zu bekommen? Weil, ja, wir sehen ja jetzt gerade bei diesen High-Growth-Unternehmen, die entlassen ordentlich. Hat das eine Auswirkung oder wird das vom Markt einfach weggeschluckt, weil so viele Mitarbeiter eigentlich gebraucht werden, beziehungsweise die anderen Unternehmen, die Startups,
die echt? Vielleicht nicht entlassen, ja. Auch gar kein Geld mehr haben, um zu investieren. Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Braindrain geben, vor allem zu den Companies, die jetzt sich in den letzten 2 Jahren die Taschen voll gemacht haben. Die Companies, die jetzt in diesem Jahr raisen müssen, da gehören wir zum Glück nicht dazu, die werden Probleme haben, gute Leute an ihre Competitor zu verlieren. Aber generell glaube ich auch, dass in Summe es einfacher wird, weil ich glaube, das wird einfach zu massenhaften Entlassungen führen. Auf der anderen Seite liest man News, dass zufällig, wo jetzt diese ganzen Entlassungen stattfinden, die ganzen Corporates wie Microsoft ihr Hiring-Budget für R&D einfach mal verdoppelt haben für dieses Jahr. So, das heißt, die werden jetzt den Markt abgrasen von allen Startups, weil in Startups sind einfach die besten Talente. Also ein Junior, der in einem Startup anfängt, 2 Jahren ist absolut hardcore. Ja. Das sind die Talente, die du haben willst. Cool, alles klar. Simon, danke. Danke, Simon. Cool. Ich habe noch mehr, also zum Talente, noch 5 Minuten. Es gibt immer wieder die Diskussion, der Kampf um Talente, aber du hast schon mal angesprochen, dass meine Erfahrung ist, wenn in einem Startup coole Mission, coole Technologie, das ist wie ein Magnet. Ja. Und die Leute sind bereit, auch mal was einzustecken. Okay, jetzt sehe ich, ist was hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es bei mir ist. Okay. Hey, sorry, mein Wi-Fi-Lease ist hier ausgelaufen. Ich bin hier noch im Lockshop. Warte mal, ich hole dich wieder rein. Warte mal. So. Jawohl. Ja. Zu den Talenten. Ein cooles Startup mit cooler Mission, Leute, also Cutting-Edge-Technologie, das ist eigentlich ein Talentmagnet. Also, aus deiner Sicht, ihr habt ja Cutting-Edge-Technologie und ihr habt aus Nischen rekrutiert. Teilst du die Meinung, dass man sagt, es gibt kein Shortage of Talent, es gibt vielleicht ein Shortage von konzentrierter Technologie und oder transparente Kultur, die Leute anzieht, weil Leute, Talente, die zu Startups gehen, die sind bereit, auch auf Lohn zu verzichten, die sind auch bereit, irgendwelche Hürden auf sich zu nehmen. Ja. Definitiv ein Stück weit. Also die Leute, die brennen schon, also viele sehr dafür und die sehen das auch als Learning Journey in einem Frühphasen-Startup einzusteigen. Wenn man dann hochskaliert, wird es dann ein bisschen schwierig und dann fängt auch so ein bisschen der Employee-Churn an, weil auf einmal diese anfängliche, die Crunch-Time so, diese romantische Startup-Phase aufhört, weil man Prozesse einführen muss für die Skalierung. Ja. Und das gefällt dann vielen Leuten aus der anfänglichen Zeit nicht. Und klar muss man darauf achten, dass man auch dann immer besser entlohnt, auch die schon früh dabei sind und nicht, dass dann zu große Gaps gibt zwischen, hey, dem Early-Day-Gehalt und dann hast du auf einmal eine Series A-Grace und du hast Geld von, und dann musst du natürlich die Gehälter anpassen. Okay. Also irgendwann hört die Romantik auf. Die Romantik. Und dann müssen andere Parameter einfach stimmen. Aber dadurch, wenn man Remote hiret, hat man einen unfassbar großen Talentpool. Also sehr, sehr großer Vorteil. Und viele Companies rufen jetzt ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Office, was denen teilweise das Genick brechen wird. Ich finde das super, was du gerade gesagt hast. Wenn man Remote hiret, hat man einen riesen Talentpool. Ja. Cool. The next big thing in company culture ist, denke ich, die 4-Day-Workweek. Du, ja, du. Aber längeres Thema. Ja, ich kenne das von um das zu ergänzen, von IT-Lern, die sagen, ich brauche nicht 40, ich will 32, 28 arbeiten. Aber wenn ich arbeite, bin ich voll dabei.
Ich quatsche nicht, ich kann code. Mir, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir damit experimentieren werden. Also wir wollen es zumindest mal in Zukunft ausprobieren. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Mag ich auch, machen wir auch von den Märkten abhängig. Ne? Also wenn es jetzt wirklich einen Downturn gibt, Rezession, dann ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Crunch angesagt. Wartime, Peacetime, ne? Das ist dann eher Wartime, wenn die Märkte einbrechen. Du kennst das, ja, super, ja. 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 Ah, das ist auch ein Wartime, Peacetime CEO. Habe ich hier Ben Horowitz, habe ich gelesen, ja. Habe ich genossen. Super. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier einen Cut machen, weil sonst hört das nicht auf. Michael, super. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du deine Learnings geteilt hast. Sehr gerne. Würde mich freuen, dass wir uns öfters dann im Logschuppen oder auf Offline-Events, wir haben schon über Community mal gesprochen. Immer herzlich eingeladen. Cool, alles klar. Super, danke. Danke, Sergej. Ciao. Ciao, mach's gut.